Ja, sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Hager, sehr geehrter Bürgermeister Udig und Heid, sehr geehrte Bürgermeisterin Müller, sehr geehrte Damen und Herren. Die Finanzexperten und Autoren Mark Friedrich und Matthias Weig, Sie waren auch schon zweimal in Pforzheim, und Frau Golderer, Sie leben noch, schreiben in einem Börsenkommentar zu Beginn dieses Jahres, ich zitiere: Unser Finanzsystem hat in den letzten Jahren monströse Ausmaße angenommen. Die Staaten und Notenbanken der Welt haben seit 2008 unser Finanzsystem vor dem sicheren Untergang bewahrt, aber sich selbst an den Rand des finanziellen Kollapses manövriert. Für diesen Zeitgewinn haben sich insbesondere die westlichen Länder bis zur Halskrause verschuldet. Heute haben die Staatsschulden in den wichtigsten Industrienationen den höchsten Stand seit 200 Jahren. Zitat Ende. In den USA sind es allein 18 Billionen US-Dollar. Tja, und wer den Pforzheimer Haushaltsentwurf liest, der stellt schnell fest, und das wurde hier auch schon mehrfach gesagt, dass auch die Stadt Pforzheim einen großen Berg Schulden vor sich herschiebt und in den nächsten Jahren weitere Schulden machen wird. Laut Presse der letzten Tage erzielten zwar Bund, Länder, Gemeinden und Sozialversicherungen im Jahr 2014 einen Überschuss in Milliardenhöhe, aber weder der Bund noch die Länder zahlen substanziell Schulden zurück, trotz der Rekordeinnahmen, die wir haben. Und so wird auch Pforzheim nicht in der Lage sein, die angehäuften Schulden selbstständig zurückzuzahlen. Das ist nicht zuletzt das Ergebnis einer falschen Politik in den letzten Jahrzehnten. Sinngleich habe ich das schon bei meiner Rede zum letzten Haushalt gesagt, an der Situation hat sich nichts Wesentliches geändert. Und wer jetzt eine Schuldenbremse fordert, was ja die etablierten Parteien auf Bund- und Landebene machen, oder das Diktat des Sparens, was wir heute auch schon gehört haben, stets proklamiert, der muss wissen, dass er die eigene Handlungsunfähigkeit fordert. Ich denke, vielmehr müssen wir die wenigen Ressourcen sinnvoll und zielgerichtet ausgeben. Und dabei kann man bezüglich der Zielrichtung natürlich geteilter Meinung sein, so wie unsere Fraktion das teilweise ist. Meine Damen und Herren, es gibt gute Gründe für das Projekt Pforzheim Mitte und die Investitionen, die das mit sich bringt und die zahlreich im Haushalt eingestellt sind. Es ist das erste Mal seit sehr langer Zeit, wahrscheinlich das erste Mal überhaupt, dass wir eine ganzheitliche konzeptionelle Änderung für einen Großteil der Innenstadt durchführen. Dabei wurden die Bereiche Verkehr und Handel berücksichtigt. Es gibt ein Nutzungskonzept und wir entwickeln ein Leitbild für diese Stadt. Die Bürger und die Akteure der Innenstadt wurden und werden beteiligt. Der Investorenwettbewerb sichert uns hoffentlich städtischen Einfluss, der nachgehalten werden muss. Und die Bereiche Zerrener Straße, Fußgängerzone und Leopoldsplatz werden ebenfalls mit ins Bild gerückt werden. Und die Bebauungsplanänderungen in den Gewerbegebieten, die wir neu in den letzten Monaten gemacht haben, werden in den nächsten Jahren für eine Stärkung der Innenstadt auch sorgen. Also Pforzheim entwickelt sich ein Stück weit neu. Ich persönlich denke, dass Pforzheim dies wagen sollte. Unsere Stadt benötigt dies für die Stärkung der Innenstadt und für die Stärkung der Einnahmenseite. Aber wir werden dieses Projekt natürlich auch kritisch begleiten. Wir haben Bedenken, dass Investoren die Überhand gewinnen, dass die Bereiche Soziales, Integration und Bildung an Bedeutung verlieren und dass Gelder verpulvert werden, die an anderer Stelle dringender benötigt würden. Und so fordern wir nach wie vor zum Beispiel ein Wohnungsbauprogramm, das nicht nur den sozial Schwächsten, sondern auch Normalverdienern bezahlbares Wohnen ermöglicht. Die einmalige Einstellung von 3 Millionen Euro für 2015 wird den dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum, wie er auch im Sozialentwicklungsplan mit 100 Wohnungen pro Jahr definiert ist. Und im Übrigen ist der Sozialentwicklungsplan nicht nur die Grundlage oder das Konzept für das Sozialkontrollen, wie wir es heute auch schon gehört haben, sondern da stehen auch solche Dinge drin.
Also wir bauen 10 Wohnungen, aber im sozialen Entwicklungsplan stehen 100 pro Jahr. Und diesen dringend benötigten bezahlbaren Wohnraum für einkommensschwache Familien, für Alleinerziehende, für Rentnerinnen und Rentner, sowie für Bezieher von Hartz IV und Grundsicherung, werden diese 3 Millionen werden ihnen nicht gerecht. Wir sollten uns ein Beispiel an Städten wie Stuttgart nehmen, wo der Oberbürgermeister Kuhn unsere Idee, die Idee von WIP aufgegriffen hat, die wir im Frühjahr letztes Jahr hier als Antrag eingebracht haben. Nämlich der Aufruf zu einem Bündnis für Wohnen, für bezahlbares Wohnen und Bauen. Und damit ist er auch der Bundesministerin Hendricks gefolgt, aus deren Aufruf vom Juli letzten Jahres ich nur einen Satz zitieren möchte, Zitat: Gute Wohnverhältnisse und bezahlbare Mieten sind wesentliche Voraussetzungen für sozialen Frieden im gesellschaftlichen Zusammenhang. Zitat Ende. Derzeit entwickelt sich die Idee der Finanzierung über einen Bürgerfonds, der nicht Teil unseres kommunalen Kreditrahmens ist. Und sobald das als Projekt konkrete Formen annimmt, in Bezug auf sozialen Wohnungsbau, werden wir erneut auf den Gemeinderat zukommen. Aber ich möchte hier nochmal ganz deutlich und ganz klar formulieren: Nur durch ein Wohnungsbauprogramm könnten wir den hohen und weiter steigenden Ausgaben bei den Kosten der Unterkunft in den nächsten Jahren entgegenwirken. Und meine Damen und Herren, diese Kosten der Unterkunft sind immerhin, ich glaube, heute hat auch schon jemand gesagt, 27 Millionen Euro pro Jahr Geld im Haushalt. Und es ist mir schlicht nicht verständlich, dass diese Logik weder die Mehrheit hier im Rat noch die Verwaltungsspitze oder das Regierungspräsidium zu begreifen scheint oder zumindest dieser Logik folgt. Im Übrigen ist die Mietpreisbremse das allerfalscheste Instrument zu diesem Thema, was man beschließen konnte. Wir finden, generell trägt dieser Haushalt die Handschrift einer schwachen und konzeptlosen sozialen Bildungsbürgermeisterin. Statt diesen wichtigen Bereich zu gestalten, wird scheinbar ohne Konzept verwaltet. Das ist für uns nicht nachvollziehbar. Unsere Forderung nach Integration der steigenden Personal- und Sachkosten in den Zuschüssen der Träger wird nur für definierte Pflichtleistungen angepasst. Was Pflicht und Kür ist, entscheidet dabei offensichtlich die Verwaltung. Manche Familienzentren werden zur Pflicht, Erwerbslosenberatung ist Kür. Die Schließung des Erwerbslosentreffs in der Beratung wird billigend in Kauf genommen. Unseres Erachtens ist das ein ganz großer Skandal, das möchte ich in aller Deutlichkeit sagen. Es werden Anträge von sozialen Trägern monatelang nicht beraten, um sie dann eine Woche vor den Haushaltsberatungen abzulehnen oder ablehnen zu lassen. Nun hat man sich entschieden, das im Finanzausschuss zu beraten. Das ist nicht unbedingt besser. Die politische Diskussion wird bewusst verkürzt, weil sie nicht gewollt ist. Statt mit den Trägern zu kommunizieren, werden scheinbar die Anträge einfach ausgesessen. Es ist kein Konzept erkennbar, zumindest nicht für uns. Und wir fordern deshalb eine Grundsatzdiskussion über die Definition von gesetzlichen Pflichtaufgaben und jenen gesellschaftlich notwendigen Aufgaben, die im Sozialbereich oft als einschneidig diskriminiert werden. Wir fordern außerdem Richtlinien zur Behandlung von Anträgen der Träger. Und erschreckend ist bei den Ganzen, dass es im Vergleich zum Gesamthaushalt um fast schon vernachlässigbar geringe Beträge geht. Denn das Gros der Ausgaben im Sozialhaushalt, wie wir alle wissen, so wurde auch schon gesagt, sind echte gesetzliche Pflichtausgaben. Meine Damen und Herren, folgende Themen sind uns für die Beratung des aktuellen Haushalts unter anderem wichtig. Wir fordern keine Senkung der Gewerbe- und Wohnsteuer. Es würde uns wichtiger Einnahmen berauben. Im Übrigen haben die niedrigen Gewerbe- und Wohnsteuern, die wir über Jahre, Jahrzehnte hatten, nicht dazu geführt, dass viele Betriebe sich angesiedelt haben, wie das hier propagiert wird oder wurde.
Wir unterstützen die wichtige Entwicklung des Inselcampus. Dabei finden wir, dass ein Wettbewerb so früh wie möglich stattfinden sollte, am besten schon in diesem Jahr. Die Inselschulgemeinschaften warten sehnsüchtig darauf. Wir unterstützen die Forderung nach Schulsozialarbeit am Gymnasium, sowohl an Allgemeinbildung als auch an beruflichen. Wir müssen eine Lösung für den Neubau des Tribünengebäudes in Bretzinger Tal finden. Eine Sanierung des Gebäudes ist unseres Erachtens nicht nachhaltig und ein Sportvereinszentrum könnten wir uns generell vorstellen. Wir denken, die Entwicklung des ZOB Nordplatzes auch als Provisorium ist vorrangiger als die weitere Entwicklung des ZOB Südplatzes. Wir wünschen uns eine Schulkindbetreuung oder eine Portleistung an allen Pforzheimer Schulen. Wir fragen uns, warum die Gelder für Abbruch des Technischen Rathauses 2015 schon geplant sind, obwohl die Entscheidung nicht vor 2016 fallen wird. Wir fragen uns, ob das CTP für 15 Millionen zurückgekauft werden muss. Wir begrüßen die Erhöhung der Sportförderung. Gleichzeitig würden wir uns über eine deutlichere Erhöhung, wahrscheinlich zusammen mit den Sportvereinen, freuen und die sukzessive Abschaffung der Hallenmieten für die Sportvereine. Sie wissen, wir sind gegen die Privatisierung der SVP 2016, wie Herr Zilli das auch schon ausgeführt hat. Wir können uns mehr Investitionen als geplant in Radwege vorstellen, statt in Gemeindestraßen. Wir unterstützen das Konzept der dezentralen Unterkunft für Flüchtlinge und wir freuen uns, dass so viele Ehrenamtliche tätig sind in diesem Bereich. Wir lehnen das angeblich angestrebte Bürgerbegehren von manchen Bürgerinitiativen zu diesem Thema ab. Und last but not least, wir fordern eine zügige Bearbeitung des Schulentwicklungsplans, auf den alle Akteure im Bildungsbereich waren. Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Vertreter der Stadtspitze, die zu Anfang zitierten Finanzexperten Friedrich und Weich prognostizieren für 2015 den Aktiencrash. Sie schreiben in demselben Börsenkommentar vom Beginn, ich zitiere, die nächste große Banken- und Finanzkrise wird noch schlimmer als die von 2008. Die falsche Politik der Europäischen Union, des Internationalen Währungsfonds und der Notenbanken schafft einen brandgefährlichen Nährboden für Populisten, Extremisten, Separatisten und Nationalisten. Diese werden auch 2015 europaweit immer mehr an Zulauf gewinnen. Jedem von uns sollte klar sein, dass dieser Irrsinn unausweichlich mit einem verheerenden Knall enden wird. Für 2015 sehen wir einen Crash am Aktienmarkt, sofern die Notenbanken diesen nicht wieder mit immensen und fragwürdigen Maßnahmen stoppen. Und die EZB war heute wieder im Radio, hat jetzt angekündigt, 1,1 Billionen in den nächsten Monaten für den Ankauf von Staatsanleihen in die Finanzmärkte zu bringen. Die Märkte sind massiv überbewertet und nachhaltig manipuliert. Die Zeichen stehen global auf Sturm. Es stellt sich die Frage, ob es der Politik und den Notenbanken abermals gelingt, die Kuh vom Eis zu holen oder uns das globale Finanzsystem endgültig um die Ohren fliegt. Niemals zuvor war mehr ungedecktes Papiergeld im System und schon lange nicht mehr war die Lage so brisant. Zitat Ende. Ich bin überzeugt, das Finanzsystem wird uns in den nächsten 10 Jahren um die Ohren fliegen. Vielleicht schon dieses Jahr, vielleicht in 5, vielleicht in 3 oder 10 Jahren. Der Beschluss dieses und weiterer Haushalte ist dann nur noch Makulatur. Denn diese Krise wird uns alle in Pforzheim knallhart treffen. Solange die etablierten Parteien der Finanzlobby freie Hand lassen, und das machen sie, ist es unausweichlich. Und aktuell sehe ich keine Anzeichen dafür, dass sich diese Politik ändern wird. Eine Entschuldung der öffentlichen Haushalte und damit natürlich auch dem Pforzheimer Haushalt ist nicht ohne eine grundsätzliche Änderung der Politik möglich. Mittelfristig wird entweder ein Schuldenschnitt oder eine Vermögensumverteilung notwendig sein. In Europa, in Deutschland und in Pforzheim. Und der soziale Frieden wird anderes nicht zulassen, nicht zuletzt hier in Pforzheim. Viele Menschen haben das längst erkannt. Meine Damen und Herren,
sehr geehrte Vertreter der Stadtspitze, wir danken allen Beschäftigten der Verwaltung, insbesondere an Weg und seinem Team, für die Erstellung des Haushaltsentwurfs sowie der Begleitung in den nächsten Tagen. Wir sind gespannt auf die Beratung. Vielen Dank.